Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Der erste Vlog hier auf diesem Kanal. Krass. Ja, wir fahren heute zum Frauenarzt. Heute ist Freitag, der 3. August und endlich unser erster Frauenarzttermin. Und wir nehmen euch natürlich mit. Wir fahren jetzt gleich in einer Viertelstunde ungefähr los. Und dann fahren wir, denke ich, eine halbe Stunde. Und dann suchen wir noch einen Parkplatz und dann sind wir auch relativ pünktlich. Ja, und dann mal schauen. Nicht mehr auf Toilette gehen jetzt, obwohl ich schon wieder muss. Weil da müssen wir bestimmt einen Urintest machen und so. Ich bin so aufgeregt. Ne? So aufgeregt. Ja, aber nicht lang schnacken. Ich habe mich schon angezogen. Einfach so ein T-Shirt und eine Leggings. Eigentlich wollte ich eine kurze Hose anziehen, aber ich habe keine da. Und mit dem Kleid ist, denke ich, ziemlich blöd beim Frauenarzt. Einige sagen ja, das ist total praktisch mit dem Kleid. Aber wenn sie doch einen Bauchultraschall machen will, das ist, denke ich, doof. Und Vaginalunterschall kann ich mich ja einfach ausziehen. So, meine Lieben, wir sind im Auto und schon auf dem Weg. Ich glaube, dass wir so sehr pünktlich da sind. Also nicht sehr pünktlich, sondern gerade rechtzeitig. Schauen wir mal. Ich habe meine Tabletten mitgenommen, also die Folsäure und meine Schilddrüsentabletten, weil ich da noch fragen muss, ob ich da eine Erhöhung brauche, was die Schilddrüsentabletten angeht. Und allgemein, dass sie weiß, welche Schilddrüsentabletten ich nehme. So, wir sind da. Parkplatz gesucht und jetzt müssen wir noch ein bisschen laufen zum Frauenarzt hin. Und wir sind eine Viertelstunde vorher da. Das ist gut. Gleich noch hochlaufen und dann sind wir 10 Minuten vor der Zeit. Das ist Gottes Pünktlichkeit. Wozu? Was? Wozu? Ich sag ihr ja gesagt. Ich hab eigentlich verstanden, dass halt auch keiner trifft. Ja. Ja, ne, Schatz? Ja. Ja. Ich hab auch was gesagt. Ja gesagt. Ich weiß nicht, worum es ging. Felix, was war das? Ich hab heute das nicht gesehen. Schatz. Schatz. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und es ist auch schon ein bisschen länger her, aber ich hatte einfach keine Zeit, das Video zu Ende zu drehen und deswegen drehe ich das jetzt hier zu Ende ganz spontan und wollte euch natürlich erzählen, was und wie es beim Frauenarzt gelaufen ist. Wir haben unseren Mutterpass bekommen, genau, denn dem Baby geht es super, wir haben auch das erste Ultraschallbild bekommen und das werde ich euch auch gleich alles zeigen. Dem Baby geht es gut, wir wurden 2 Tage korrigiert. Das heißt, am Freitag waren wir in der 7. Woche und jetzt sind wir aber seit gestern in der 8. Woche. Also einfach nur um 2 Tage korrigiert. Das ist gar kein Problem. Das Baby ist oder war am Freitag 0,68 cm groß. Das ist auch in Ordnung. Auf dem Ultraschall haben wir total viel gesehen. Das sieht zwar aus wie so ein kleines Häufchen Elend. Ja, wir haben die Augen gesehen, also man hat so kleine Schatten schon gesehen, da hat man den Kopf ganz gut gesehen, den noch vorhandenen Schwanz haben wir gesehen und den Dottersack natürlich, das hat man ungefähr alles gesehen und natürlich auch den Herzschlag, man hat einfach immer dieses Vibrieren oder Pochen gehört, gesehen. Hören konnten wir es leider nicht, weil die Frauenärztin anscheinend ziemlich im Stress war. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, sie war sehr kurz gebunden und hat sich überhaupt nicht für uns gefreut. Sie hat mich erstmal gefragt, ob ich es überhaupt austragen möchte. Und ja, das war alles sehr, sehr komisch. Aber auf jeden Fall haben wir unseren Mutterpass bekommen. Mit so einer richtig, richtig süßen Hülle drum. Und von hinten sieht der so aus. Und dann haben wir richtig viel Infomaterial bekommen. Aber ich glaube, das müssen die einfach verteilen. Einfach über gewisse Sachen, zum Beispiel Mundpflege der Mutter oder verschiedene Krankheiten, all sowas haben wir halt Sachen bekommen und dann haben wir noch so einen kleinen, das habe ich auch hier im Mutterpass drin, so einen kleinen Zettelhaufen von der Praxis direkt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Zettel. Ich möchte jetzt ungern meinen Frauenarzt zeigen. Mit den ganzen Preisen, denn vieles ist ja, kann man individuell machen. Hier heißt es auch individuelle Gesundheitsleistungen während der Schwangerschaft. Zum Beispiel die Nackenfaltenmessung kostet 90 Euro. Dann haben wir noch ein Zettel bekommen, wo eben draufsteht, was man machen kann, wenn man krank ist. Also wenn man zum Beispiel eine Grippe hat, welche Tabletten darf man nehmen, wie sollte man vorgehen als Schwangere und wie viel von welchen Tabletten darf man nehmen. Das haben wir hier so alles stehen. Das finde ich auch richtig gut, weil da hab ich mich schon oft gefragt, ja, was darf man eigentlich nehmen? Darf man überhaupt Paracetamol oder so nehmen? Weil ich nehme ja immer, wenn ich zum Beispiel Fieber habe, immer ein Paracetamol. Und das darf man. Also man darf 2 bis 3 Tabletten Paracetamol am Tag nehmen. Das ist auch ganz cool.
das da drin steht sozusagen. So, und dann haben wir hier natürlich das erste Ultraschallbild. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das haben wir schon tausendmal kopiert und an jedem verteilt. Genau, mein Nachname ist nicht so schlimm, falls euch das irgendwie beruhigt jetzt. Also das ist das Ultraschallbild und das ist natürlich die Fruchthülle. Das hier ist das Baby von hier bis hier, das ist das dicke da. Und das hier unten ist im Endeffekt der Dottersack, was man da dann noch so extra sieht. Genau, so sieht das Ganze aus. Hier sieht man nicht so viel drauf, aber auf dem Ultraschall, also auf dem großen Gerät, hat man total viele gesehen. Auch der Dottersack war viel ausgeprägter und so. Und hier war es eben, wie gesagt, 0,68 cm. Und sechste Woche plus vier Tage ist ja siebte Woche. Und genau, das Ganze war am 3.8. Und dem Baby geht es soweit gut. Den nächsten Termin haben wir am 15.8. Da wird dann der Geburtstermin festgelegt. Obwohl wir auch zwei Tage zurückkorrigiert wurden, ist der Termin immer noch der 22.3. bis jetzt. Und am 18.9. haben wir dann das Ersttrimester-Screening wegen Nackenfaltenmessung. So, das bezahle ich selber, das muss man auch selber bezahlen. Mir wurde schon gesagt, das kann man irgendwie bei der Krankenkasse wiederholen, sozusagen das Geld. Aber wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich mache das in jedem Fall selber. Dann hat sich hier noch ein paar Sachen eingetragen. So, der erste Termin war, was ich gewogen habe. 44,8 habe ich gewogen. Und halt auch, dass ich korrigiert wurde, dass man die Herztöne gesehen hat. Und dass sonst alles in Ordnung ist. Dass ich Folio Forte nehme und so ein Kram. Das haben wir auch alles. Und dann haben wir hier noch Ultraschalluntersuchungen, haben wir auch noch, dass korrigiert wurde, dass der Embryo sichtbar ist, dass es Herztöne hat, dass es, ob es denn Zwillinge sind, das sind es nicht. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das noch so klein aussieht, aber es soll wohl normal sein, beziehungsweise wurden wir ja extra zurückkorrigiert, was die Größe angeht von dem Baby. Aber das, ich habe gedacht, man sieht mehr schon in der 8. oder in der 7. Woche. Aber ist dann so. Ich bin super glücklich, dass alles in Ordnung ist. Und dass wir das erste Bild bekommen haben. Wir haben es jetzt auch allen Leuten erzählt. Also das wissen alle. Und ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Mir geht es heute richtig schlecht wieder. Die Übelkeit hat mich voll im Griff. Ich habe ein paar Zaubermittel entdeckt und entwickelt, aber alles hilft dann doch nicht. Mir fällt auf, dass ich so viel schlafen muss. Also Mittagsschlaf muss jetzt immer sein, sonst bin ich einfach unerträglich und ich halte es auch selber nicht mehr aus. Mir geht's ab dem Mittag so schlecht, dass ich einfach schlafen muss und dann geht's mir erst besser. Genau, dann wollte ich noch was sagen, genau wo ich hier gerade meine Tabletten sehe. Ich habe hier neben meinem Bett nämlich meine Tabletten stehen. Einmal nehme ich ja Folio Forte, das habt ihr ja schon mal in dem Update gesehen. Das sagt sie auch, ist das Beste. Also mein Frauenärztin sagt, das ist das Beste, was man nehmen kann. Und dann habe ich eine Risikoschwangerschaft, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Das ist auch eingetragen als Risikoschwangerschaft. Und zwar nehme ich diese Tabletten hier. Ja, und das muss jetzt eben eingependelt werden, ob ich das Doppelte brauche, ob die Menge reicht und alles. Das ist aber dann eben eine Risikoschwangerschaft, was mich jetzt total stört und total viel Angst macht. Aber ich denke, das kriegen wir schon. Ist halt nur eine Schilddrüsenunterfunktion. Und wir haben Blut abgenommen natürlich für Toxoplasmose. Das wird jetzt getestet, aber ich glaube, das ist negativ, weil sonst hätten die mich schon angerufen. Die haben gesagt, die melden sich, wenn irgendwas auffällig ist im Blut. Und ja, ich glaube, das war's. Ich würde es hier auch beenden. Ich drehe die nächsten Tage ein neues Schwangerschaftsupdate über siebte und achte Woche. Vielleicht ziehe ich auch die 9. mit rein. Mal gucken. Jetzt sind wir in der 8. und mal schauen, was uns noch so erwartet. Genau. Und dann nehme ich euch das nächste Mal vielleicht wieder mit zum Frauen. Das könnt ihr mal unten in den Kommentar schreiben, ob ihr das wollt. Ist wie gesagt noch ein bisschen mehr als eine Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!